Meine Damen und Herren, Sie haben es natürlich gelesen. Ich freue mich sehr über diesen Vormittag heute bei Ihnen, weil wir dachten, na Mensch, mal gucken, ob die Oberbürgermeister der Städte Hildesheim und Hannover überhaupt kommen. Denn gestern wurde die Shortlist verkündet für die Kulturhauptstädte 2025. Wir freuen uns sehr, dass die Städte Hannover und Hildesheim sich unter die besten 5 gemogelt haben. Sehr, sehr schön. Wir sind sehr stolz darauf. Und ich freue mich sehr, dass heute der Oberbürgermeister der Stadt Hannover heute natürlich hier ist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Billet Onay. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße natürlich auch alle weiteren Mitglieder der Metropolregion, alle Menschen, die heute hergekommen sind. Wir stellen Sie nachher einzeln vor. Jetzt darf ich natürlich den Oberbürgermeister der Stadt Hannover auf die Bühne bitten, der uns heute begrüßt. Herzlich willkommen, Billet Onay. Sehr geehrte Frau Ministerin Honet, liebe Birgit, sehr geehrter Herr Generalkonsul Taburi, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Oberbürgermeister aus Hildesheim, seien Sie besonders gegrüßt. Landräte, Bürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Knemeyer, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Metropolversammlung 2019 in Hannover. Die heutige Metropolversammlung ist meine erste als Oberbürgermeister. Das bedeutet allerdings nicht, dass das meine erste Berührung mit der Metropolregion ist. Das schon als Ratsherr der Landeshauptstadt, aber auch als Landtagsabgeordneter konnte ich immer wieder Berührungspunkte oder gab es immer wieder Berührungspunkte. Und sie ist, wie für knapp 4 Millionen Menschen, eben auch die Metropolregion, auch meine Heimat, mein Zuhause. Nun freue ich mich auf die Aufgabe, die weitere Entwicklung der Metropolregion gemeinsam mit Ihnen mitzugestalten. Die positive Entwicklung der Metropolregion von der Anerkennung des Gebiets bis zur Gründung der GmbH ist mit dem Engagement zahlreicher Menschen verbunden, vielen auch hier eben auch im Raum. Viele davon sind heute hier. Zweifelsfrei stehen wir nun nach 10 Jahren GmbH wieder vor einer neuen Phase der Zusammenarbeit. Auch das ist schon in den Vorgesprächen immer wieder angeklungen. Mein Wunsch für die nächsten Jahre ist, dass ein zentrales Motiv der Metropolregion sein muss, die stärker zur Geltung kommt, nämlich die Zusammenarbeit der größeren Städte mit dem Umland und mit dem ländlichen Raum. Metropolregion heißt eben nicht nur Metropole, sondern auch Region, heißt eben nicht nur Hannover als Landeshauptstadt, sondern auch zum Beispiel Goslar, die Stadt meiner Kindheit und Jugend. Heute sind wohl auch Menschen aus Goslar hier. Seien Sie besonders gegrüßt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mir ist bewusst, dass ich als Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt stark gefordert sein werde. Aber ich weiß um die Bedeutung der guten Nachbarschaft und um die Vorteile der Bündelung unserer Kräfte in einer großräumigen Kooperation. Metropolregion, das heißt Zusammenarbeit von urbanen Zentren und ländlichen Räumen. Das heißt aber auch die Bildung von Allianzen mit Unternehmen, mit Verbänden, mit Hochschulen und natürlich mit den Ministerien des Landes. Wo aber wollen wir mit dieser Metropolregion, mit unserer Metropolregion hin? Oder besser gefragt, was können die genannten Akteure erreichen, um die anstehenden Aufgaben zu lösen? Wenn wir 10 Jahre zurückblicken, im Gründungsjahr der Metropolregion GmbH 2009, war das dominierende Thema damals die Finanzkrise. Aus heutiger Sicht haben die Staaten die Gefahr eines kollabierenden Finanzsystems zumindest halbwegs in den Griff bekommen. Im Jahr 2019 steht eine Krise im Fokus, die ungleich schwerer zu bewältigen ist. Wir müssen die Erderwärmung unter 2 Grad halten. Besser wären 1,5 Grad. Es sieht derzeit aber danach aus, dass schon die 2 schwer zu schaffen sein werden. Die Metropolregion, genauer gesagt die Kommunen in der Metropolregion, haben im Jahr 2011 ein gemeinsames Ziel formuliert. Bis zum Jahr 2050 soll der Energiebedarf für Strom, Wärme, Mobilität vollständig aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Das war 2011, 3 Jahre vor dem gleichlautenden Beschluss der UN-Klimakonferenz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Metropolregion war die erste Metropolregion in Deutschland, die sich zur Energiewende so eindeutig auch bekannt hat. Ich bin dafür, dass wir die Bekämpfung des Klimawandels weiter, gern auch stärker in den Mittelpunkt unserer Arbeit in der Metropolregion stellen. Die Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg ist eine der wichtigsten Regionen der Fahrzeugindustrie in der Welt. Es bietet sich gerade dazu an, dass wir das Thema klimafreundliche Mobilität auch annehmen. Wir wollen das Thema
die Menschen in unserer Metropolregion mobil sind, wollen dies meines Erachtens auch immer stärker. Wir wollen die Arbeitsplätze in der Mobilitätsbranche erhalten und wir wollen gleichzeitig auch das Klima schützen. Drei große Ziele, die wir gleichwertig angehen sollten und nicht gegeneinander ausspielen. Die Metropolregion hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Förderung der Elektromobilität beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass auch der Kollege Markwart in seiner Bilanzrede sicher stärker auch darauf eingehen wird. Ich will an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass wir eine ausgezeichnete Basis für die Zusammenarbeit in der Metropolregion besitzen. Das ist insbesondere auch ein Verdienst von Raimund Nowak, der die Entwicklung der Metropolregion über ein Jahrzehnt geprägt und das Thema Elektromobilität für die Metropolregion über ihre Grenzen hinaus vorangetrieben hat. Auch wenn noch einige Monate vergehen werden, bis sich Herr Nowak neuen Aufgaben dann widmen wird, möchte ich an diesem Kreis bereits heute für die Arbeit von Herrn Nowak für die Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg würdigen. Ganz herzlichen Dank, lieber Raimund. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind auch die erste Metropolregion, die sich das Ziel gesetzt hat, den Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Wir werden die erste Metropolregion sein, die auf der Basis eines großräumigen Konzepts die Nutzung von Elektrofahrzeugen vorantreiben will. Vorantreiben heißt auch ganz praktisch, wir reden nicht nur über die Vorteile von Elektroantrieben, wir nutzen sie auch zu den im wahrsten Sinne des Wortes sichtbarsten Erfolgen in Zusammenarbeit der Metropolregion zählt der hohe Elektrifizierungsgrad des Fuhrparks in den Kommunen und den kommunalen Betrieben. Da sind wir tatsächlich europäische Spitze. Und wenn wir die Fahrzeuge sehen, die wir heute vor der Halle oder im Eingangsbereich schon bewundern konnten, da freue ich mich sehr, dass Volkswagen nun zum führenden europäischen Hersteller von Elektrofahrzeugen geworden ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn nicht wir, sollten die besten Abnehmer dieser Fahrzeuge auch sein, probesitzen kann und konnte man ja schon im Eingangsbereich. Die Verbindung von Verkehrs- und Energiewende muss weiterhin ein zentrales Thema unserer gemeinsamen Arbeit sein. Im Gesellschaftsvertrag der Metropolregion steht als ein Ziel die Einbindung in nationale und europäische Förderstrategien. Oder anders formuliert, wir wollen von Mitteln profitieren, die der Bund und die EU für Modell- und Pilotvorhaben, für Forschung und Entwicklung und für Investitionen bereitstellen. Wenn wir auf die Pläne der neuen EU-Kommission blicken, übrigens die neue Chefin kommt ja auch aus unserer Metropolregion, eine gewisse Verbindung wird da sicherlich auch von Vorteil sein, will ich hoffen, dann wissen wir, was dort unter dem Titel Green Deal an Finanzvolumina eingeplant werden. Natürlich gibt es einen Wettlauf der Region und da sollten wir besser unsere gute Position nutzen, die wir uns eben auch als Metropolregion gemeinsam erarbeitet haben. Da ist es sicher eine Auszeichnung, dass wir gemeinsam mit der Botschaft des zweitgrößten EU-Staates eine gemeinsame Einrichtung betreiben. Metropolregionen sind eine Idee der europäischen Raumordnung. Offiziell lautet der Titel ja auch Metropolregion von europäischer Bedeutung. Dem Anspruch, eine bedeutende Region in Europa zu sein, sollten wir gerecht werden. Die funktionierende Verbindung von Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Land ist eben kein Selbstzweck. Sie schafft neue Chancen für eine positive Entwicklung der städtischen und ländlichen Regionen in unserer Metropolregion. Das sehen wir, glaube ich, auch gerade heute, welche Bedeutung gerade im europäischen Kontext eine solche Entwicklung und auch die Mitnahme von unterschiedlichen Ebenen auch hat. Dem Anspruch sollten wir gerecht werden. Das gilt insbesondere auch für den Bereich der Gesundheit. Zweifelsohne ein Zukunftsthema und weiterhin ein Schwerpunkt in der Arbeit der Metropolregion. Der Anfang ist durch die Arbeit der vergangenen Jahre bereits gemacht. Strukturen sind aufgebaut, zahlreiche Projekte bereits umgesetzt. Auch hier müssen wir die Stärken unserer Region meines Erachtens nutzen und gemeinsam vorangehen. Heute Abend bei der Jahresveranstaltung 4.0 haben wir die Möglichkeit, noch ein wenig tiefer in dieses spannende Feld auch einzusteigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich für die Metropolregion optimistische Zukunft. Es freut mich, dass sich alle Gesellschaftergruppen zur Metropolregion so eindeutig und klar auch bekennen. Auf dieser Grundlage bin ich mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam viel bewegen können und auch werden. Vielen Dank und ich wünsche uns allen eine spannende Metropolversammlung. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Birgit Onay.